So, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engladrim zu einem neuen Part Pokémon Let's Go Evoli mit dem Zwergenfürst. Das Team ist sehr geschwächt vom Offscreen-Training. Ich habe die Evoli mal ein bisschen gelevelt. Die Blackie, mein Evoli, auf Level 45 zu bringen, um die Voraussetzungen für den nächsten Arena-Orden zu erfüllen, dass wir da jetzt mal hineingelassen werden. Der letzte Part ein bisschen trainingsorientiert, aber heute geht es in die Arena von Safronia City. Sabrina ist die Arena-Leiterin, jetzt aber wirklich mit ihrem Psycho-Pokémon wird sie uns das Leben ein wenig schwerer machen, aber wir versuchen, ihr das Leben schwerer zu machen. Wir werden sehen, wer wem jetzt hier das Leben schwer macht. Auf geht's in die Arena. Und werden wir jetzt hindurchgelassen. Zeig mir ein Pokémon, das mindestens Level 45 erreicht hat, wenn du die Arena betreten willst. Hier hast du ein Level 45 Pokémon. Hier hast du ein Pokémon, was Level 45 erreicht hat. Punkt, Punkt, Punkt. Das sieht gut aus. Du hast ein Pokémon dabei, das mindestens Level 45 erreicht hat. Jetzt hält dich nichts mehr davon ab, die Arena von Sabina herauszufordern. Wahrscheinlich wird das Team aber trotzdem viel zu schwach sein für die Arena-Leiterin. Ja, gut. Unterlevelt ist mein Team sowieso, aber schauen wir mal. Schauen wir mal, was wir leisten können. Ein Trainer, den wir schön gekonnt umgangen haben. So, okay. Das ist der falsche Weg. Wir müssen uns besser an ihm vorbeischleichen. Jo, das ging gerade noch so. Von Dach zu Dach, von Gebäude zu Gebäude. Wird sich fortgewarbt. Jo, bisher konnten wir professionell Trainer umgehen. Das war nicht das Problem. Die Trainer in der Arena umgehen, sie nicht bekämpfen zu müssen. Das ist jetzt hier meine Spezialisierung. Okay, da waren wir schon richtig. Boah, das muss doch langsam mal richtig übel werden. Dem ständigen Rumgewarpe muss der Dame doch langsam mal schlecht werden. Ich versuche alles aus. Hier waren wir schon. Das ist nicht der richtige Weg. Dann wird wieder teleportiert, was das Zeug hält. Wie kommen wir ans Ziel? Das ist die große Preisfrage. Wie lösen wir dieses Warp-Felder-Rätsel? Hier können wir doch relativ frei laufen. Zu aufmerksam sind die Arena-Trainer doch nicht. Okay. Das bringt nichts. Das ist der falsche Pfad. So. Na komm. Da wären wir wieder am Anfang. Ja, sehr gut. Dann geht das Gewarpe weiter.
immer weiter hoch. Gut. So. Voran habe ich nicht wirklich das Gefühl zu kommen. Ich drehe mich da eher im Kreis. Ja gut. Hier nochmal. Bitte zurück. Hin und zurück. Hin und zurück. Und hinüber. Und ja, hinüber. Und wieder am Start. Ja gut. Hier einmal links. Dann versuchen wir es hier mal oben. Dann werden wir hier. Und rechts kommen wir aus. Und hinten links. Und dann links versuche ich es als nächstes. So, hier hinauf. Tja. Teleportiert und gewarnt wird hier hin und her. Nein, aber für mich sieht das noch nicht so sonderlich aus. Na komm. Hier noch ein bisschen durch den Weg laufen. Der waren wir auch schon. Ja, wo waren wir denn noch nicht? Das fällt vielleicht. Oh, da geht's oben weiter. Wir machen Fortschritte. Langsame Fortschritte, aber die Fortschritte. Denke ich zumindest. Irre ich mich da. Da waren wir hier überall schon. Oh, nee, da waren wir noch nicht. Na komm. Nee, das führt zurück. Vielleicht kommen wir hier langsam an unser Ziel. Ah, huh. Der erste Trainer, den wir rausfahren müssen. Obwohl Sabrina noch so jung ist, hat sie es bereits zu einer Letterin geschafft. Diese Stelle hat sie sich hart erarbeitet. Wenn du also gegen sie kämpfen willst, musst du dir dieses Recht ebenfalls erst erarbeiten. Na dann. Kämpfen wir gegen Ast-Trainer Maximilian mit seinen zwei Arena-Letter, seinen zwei Arena-Trainer-Pokémons. Pokémon, sorry. Die Mehrzahl von Pokémon ist Pokémon. So. Level 41 Tick-Tree gegen Level 41 Kadabra. Der Kampf der Giganten. So. Bull dich aus. Mach's alle. Jo, Schaufler wie immer sehr effektiv. Sehr wirksam. So, Pepe erreicht Level 38. Sehr gut für ihn. Und ein weiteres Kadabra wird eingesetzt. So, ich setze auf Schaufler. Ab mit dir. Und die Erde. Und zack. Machet alle. Sehr gut. Schaufler in der Attacke, auf die Verlass ist. So, sehr gut. Jetzt habe ich doch glatt verloren. Du gewinnst 4200 Pokémon und gehst die Kirche aus dem Kampf gegen den Ersten. Naja, es ist nicht der Erste, aber den Ersten, den ich besiege, den Ersten Arena-Trainer hervor. Jetzt haben wir hier Bewegungsfreiheit auf diesem Feld.
Wie darum bringt uns das weiter dieses Feld? Kommen wir so zur Arena-Leiterin. Man wird es sehen. Na. Okay. Hier noch nicht so. Vielleicht dort oben in der Ecke. Hatten wir das schon ausprobiert. Dann waren wir hier schon. Dieser Trainer kommt mir bekannt vor. Ja, hin und her und zurück. Komm schon. Vielleicht hier drauf. Ja, das sieht sehr gut aus. Die Arena-Leiterin. So, das Team sieht geheilt aus. Dann kann es mal losgehen. Auf in den Arena-Leiter-Kampf gegen sie hier. Die Zuschauertribünen sind besetzt. Alles gespannt auf unseren Kampf. Los geht's. Wollen wir sie nicht weiter auf die Folter spannen. Wahnsinnige Animation. Du bist ja. Ich habe vorausgesehen, dass du kommen würdest. Seit ich als Kind mir einen Löffel heruntergerufen habe und er sich auf unnatürliche Art verboten hat, weiß ich, ich besitze übernatürliche Kräfte. Deshalb nennt man mich auch die Meisterin der Psycho-Pokémon. Ich kämpfe nur und gern, aber deine Gedanken verrate mir, dass du darauf bestehen wirst. Ich bestehe darauf. Wenn es dein Wunsch ist, werde ich dir zeigen, wozu ich fähig bin. Zu einem ordentlichen Arena-Leiterkampf. Na dann. 1, 2, 3, 4. 4 Pokémon, 4 Geist- bzw. Psycho-Pokémon hat sie. Psycho-Pokémon. Ich greife mit Dicker an. Dicktri. Sorry. Sofort mal Schaufel einsetzen. Das ist die effektivste Attacke. Vielleicht kommen wir damit weit. Stimmt, kommen wir damit weit. So, mal schauen. Na komm, Dicktri. Attacke. Ja gut. Das ist schon mal ein Anfang. Besser als nicht. Versuchen wir es weiter. Schaufel. Auch wenn das nicht so viel gebracht hat. Der Tag ist gut, wenn ich mich eine Runde lang verstecken kann. Na komm. Vielleicht landen wir sogar mal einen Volltreffer. Lichtschild. Ja, mit deinen defensiven Attacken wirst du nicht viel erzielen. Schaufler, los, Dicktri. Das wird ein bisschen länger dauern, aber dafür kriegen wir das Pantheon was besiegt. Schaufler. Zack. Sehr gut. Und da waren es nur 3. Hervorragend. Lamus wird eingesetzt. Ich kämpfe weiter. Kämpfe weiter bis zum Schluss. Und bis zum letzten Mann. Bis zum letzten Atemzug und bis zum letzten Mann. So sieht's aus. Los, Schaufler. Dicktri vergibt sich unter der Erde. Na komm. Angriff. So, Attacke. Oh, er bringt ja immer weniger. Was für ein Wunder. Und das ist eine Wasserattacke. Ja, das war tödlich. Für Dicktri. So, Blacky, du bist dran. Level 45 Pokémon. Unser Arena-Einlass-Ticket. Blacky. Dann versuche ich es gleich mal mit Risikotickel. Auch wenn das mir wieder was abzieht an Attacken. An KP. Es nützt was. Na komm, Risikotickel. Die Feuerattacke brauchen wir gar nicht einzusetzen. Das ist bei Lamos vergebens. Na komm, kämpf weiter. Ach, Blacky schläft. Ach.
Jetzt einschlafen mit einem Arena-Zerkampf, das geht doch nicht. Das ist doch nicht. Das ist doch hier nicht die Option. Ich bin auch müde. Ich nehme das ziemlich spät auf. Ich habe da Verständnis für. Das ist, ja, es ist schon spät. Da kann man, ja, kann man mal einschlafen, weil wenn man einen langen Tag hat, so, das ist nicht ganz unverständlich, aber ich brauche dich jetzt im Kampf, Blackie. Und bleib hier. Und bleib im Kampf. Okay, Risikodeckel, das war jetzt verschwendet. Verschwendete Lebensenergie. Weil der kleine KP, der ist den Rückstoß auch nicht mehr wert. So, Rosanna als nächstes. Na komm. Die machen wir auch noch Platz. Da waren es nur zwei. So. Ich sollte vielleicht mal einen Trank einsetzen. Ein Heilungs-Item. Wo habe ich meine Hypertränke? So, ein Hypertrank für Blackie. Wieder geheilt. Sehr gut. Dann kann es ja weitergehen. Das sieht gefährlich aus. Ist es auch. Ja, Flackerband. Bin ich vorsichtig mit. Risikodecke. Ich riskiere es. Oh. Und das zurecht. Rosanna besiegt. Aber ordentlich Rückstoß. Simsalam als nächstes. Das letzte Pokémon. Da war es nur noch eins. Ihr letztes Arena-Letter-Pokémon. So, das geht ja zügig hier. Das geht ja ab wie die Luzi. Ich benutze einige Sprichworte falsch. Ja, ein Heilungs-Item bräuchten wir. Wäre nicht schlecht. So, Blackie. Simsala ist kein Gegner, den man unterschätzen sollte. Dann kommt Psychokinese. Halt durch. Halt aus. Na komm, Blackie. So, versuch's nochmal mit Risikodeckel. Der setzt dann mal hintereinander ein. Irgendwie unfair. Blackie fängt an zu verzweifeln. Ach, nicht doch. Jau! Mit einem Schlag. One-Hit. Ja, Blackie wurde auch besiegt, aber mein Rest des Teams besteht noch. Und ja. Durchgereicht, der wäre 21. Arena Netron ist erschüttert und wir haben sie besiegt. Den sechsten Orden, wenn uns nicht alles täuscht, haben wir jetzt erlangt. Aber verloren ist verloren. Ich muss ganz offen gestehen, ich habe vielleicht nicht alles gegeben. Du gewinnst 7040 Pokémon, wenn man gesiegt gleich aus dem Kampf gehen, die sechste Arena Netron. Hervor. In Anerkennung deines Sieges verleihe ich dir den Sumpforden. Sumpforden? Naja, eine Psycho-Arena. Gut, ich beschwere mich nicht. Mit dem Sumpforden gehorchen dir nun alle Pokémon, die du von anderen Trainern erhältst. Vorausgesetzt, ihr Level ist höher als 70. Ach, und nimm diese TM von mir. Du hältst das TM33 Gedankengut von Sabrina. Du verstaust das Item in der TM-Box. Die TM33 enthält die Attacke Gedankengut. Das Pokémon, das diese Attacke einsetzt, konzentriert sich um seinen Spezialangriff und seine Spezialverteidigung zu erhöhen. Psychokämpfer, Psychokräfte sind nicht bloß ein kleiner Kreis an Menschen vorbehalten. Theoretisch kann jeder sie erlernen. Viele wissen es nur nicht. Jo, damit hätten wir den sechsten Arena-Letter-Orden, den sechsten Arena-Orden geschafft. Können wir dann mal nachgucken. Hier haben wir sie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da wartet der siebte gleich als nächstes auf uns. Vielleicht mal das Spiel speichern. Ist gar nicht schlecht. Und zurück geht's, raus aus der Arena mit dem nächsten Orden im Gepäck.
Ja. Eine fulminante Arena. Ja. Sieht denn hübsch aus. Pokémon Arena von Safronia City. Arena der Sabrina. Anerkannte Trainer Modi und Zwergenfee. Ja, der Modi ist natürlich immer vor mir da. Der kommt seltsamerweise immer als erstes herein. So, raus hier und ab zum nächsten Arena, Leiter zum nächsten Arena. Das hier ist ein Kampf-Dojo. Sollten wir vielleicht auch mal reinschnuppern bei Zeiten. Ich muss erstmal mit Pokémon-Team heilen gehen, aber ins Pokémon-Center. Das Team ist sehr geschwächt. Das hat es durchaus nötig. Eine kleine Heilung des Teams kann mir nicht schlecht sein. Ja. Dann auf den Weg zur Seeschurminsel und auf den Weg durch das Wasser gesurft Richtung Zinnoberinsel, wo, soweit ich weiß, ich mich nicht komplett irre, die nächste Arena auf uns wartet. Der siebte Arena der Tauern. So sieht's aus. Ja, haben wir mal wieder was geschafft in diesem Part. Nachdem der letzte Part durch die Arena-Bedingungen ein wenig vermiest wurde, haben wir das auch mal geschafft. Supi! Dann haben wir hier noch ein bisschen Zeit, uns in der Stadt ein wenig umzusehen. Das wollte ich eh noch machen. Das habe ich noch nicht getan. Hatte ich das noch nicht. Reden wir noch ein bisschen mit den Leuten. Da habe ich mit euch schon geredet. Ich sag dir eins, Lorelei von der Top 4 ist eine Nummer für sich. Sie ist so cool, dass sie ihre Gegner mit ihrem eisigen Blick einfrieren könnte. Aha. Spoiler auf die Top 4. Offenbar ist Arena-Leiter von Vertania City ein einziges Mysterium. Niemand weiß, wer es wirklich ist. Und das macht mich total verrückt. Ich muss es unbedingt wissen. Vertania City, haben wir da nicht schon? Haben wir den nicht schon besiegt? Kennst du meinen Job ab? Aus der Arena von Vertania City? Ich bin ein großer Fan. Was? Du hast ein Autogramm von ihm. Da werde ich ja grün verleiht. Soll ich ihm das Autogramm geben oder kann ich das mal verkaufen für irgendwas Teures? Scheinbar nicht. Bruno Wandelkopf, wie euch sein Vorbild. Seine Kampfattacken sind unschlagbar. Sein Sixpack ist das härteste im Ganzkanton. Sein Bizeps ist so groß wie ein Berg. Ich glaube zu trainieren, bis ich so gut bin wie er. Ja, das gibt hier ordentlich Familienstreitereien, wie ich höre. Ich mal raus aus den Familienstreitereien. Das lasse ich lieber. Tja, hier ist der Fan von dem anders. Das kann ja nur zu Komplikationen führen. In dem Familiendialog. Ja, wir haben nicht so viele Häusertüren, wie sie eigentlich müssten. Kommt auch keiner an sein Haus. Ja, ist auch so ein Phänomen in Pokémon-Generation, dass die Leute einfach keine Türen in ihre Häuser eingebaut haben. Du weißt bestimmt schon, was das ist. Die TM40 kann eine Pokémon die Attacke Psychokinese beibringen. Mit einem bisschen Glück senkt sie zusätzlich die Spezialverteidigung des Ziels. Es wäre schön, wenn man das auch vorsehen könnte. Ah, okay, von dem habe ich mir scheinbar schon die TM-Kinese abgeholt. Hallöchen. Wenn ich groß bin, will ich auch mal bei der Silph Company arbeiten. Ja, 1,50 ist aber nicht groß. Beziehungsweise 1,67 ist nicht groß. Ja. Ich wollte auch immer Superstar werden, wenn ich groß bin. Tja, aber 1,67 ist nicht groß. Deshalb bin ich kein Superstar geworden. So sieht's aus. Hier waren wir noch nicht. Jetzt hier.
zu unserem Leidwesen ahmt unsere Tochter gern Leute nach. Deswegen nennt man sie in der Nachbarschaft die Nachahmerin. Oh, die Nachahmerin, weint die so rum. Meine Tochter ist einfach furchtbar eigen und sie hat auch nur wenige Freunde. Vielleicht wirkt sie etwas offener, wenn du ihr eins ihrer Lieblingsbücher zeigst. Aha. Schon eigentlich klar. Lieblings-Pokémon zeigen. Okay. Nachahmerin, wo war die noch gleich? Haus, lungert die sich rum. Und vielen Dank für deinen Brief. Ich möchte dich so schnell wie möglich treffen. Hey, mein Brief geht dich nichts an. Die Nachahmerin ist echt süß. Ich habe gehört, dass sie ein großes Pipi-Fan ist. Wenn ich mal eins fangen sollte, werde ich es ihr gleich zeigen. Wo ist die denn? Und ich die jetzt hier gleich noch. Können wir das auch gleich mit erledigen. Die Nachahmerin. Wo hat die denn ihr Haus? Weißt du da was Bescheid? Der Boss von Jim Rocket ist aus dem Gebäude der Stealth Company geflohen. Und ich selbst habe ich selbst gesehen. Okay. Hier nicht, das war doch irgendwo hier. In dem Gebäude waren wir gerade. Das war doch, soweit ich mich erinnern kann, auf dieser Seite der Stadt. Es müsste dieses Gebäude sein. Die Nachahmerin. Etwas bestimmt. Stimmt, ja, das, da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Neben dem Einkaufszentrum. Die Nachahmerin. Ich kann mich dran erinnern, da gab es eine. Aber wo findet man die? Wie findet man die? Wie komme ich zu ihr? Tja. Das ist sie nicht. Und dann würde ich mal sagen, reicht das auch erstmal. Haben wir das jetzt hier erstmal für diesen Part abgeschlossen? Haben wir die Arena geschafft? Die Arena-Leiterin besiegt und. Verzeihung. Meine Nase juckt, als müsste ich niesen. Schlimm. Sag bloß, du warst es, die Team Rocket vertrieben hat. Du musst nichts sagen. Ich erkenne es an deinem entschlossenen Blick. Hier, nimm das als Dankeschön. Du erhältst ein Polizisten-Set von der Polizistin. Du verstaust das Polizisten-Set in deinem Klamottenkoffer. Ui. Können wir uns als Polizistin verkleiden? Ja, ich sag schon mal, Däumchen nach oben, sollte euch gefallen haben, dieser Part. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid, auf meinem Kanal. Und ja, kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfürst verpassen wollt. Jo. Habt noch einen angenehmen, frostigen Tag. Man sieht sich im nächsten Part wieder. Ja. Haut daran. Ich moduliere hier noch ein bisschen um. Ich mache uns hier zum Polizistenteam. Ja. Sehen wir uns im nächsten Part wieder. Wenn es dann weitergeht in die Richtung. In Richtung. Ja, nächste Pokémon Arena. Nächster Ohren. Na dann. Jetzt waschechte Polizisten verkleidet. Na dann, machen wir den Verbrechern Einhalt. Haut rein und ciao.